Frau Kulidis, Sie haben die Restaurierungsarbeiten der Fragmente von Tel Halaf geleitet und die Ausstellung kuratiert. Können Sie uns kurz erklären, was war die Aufgabe, vor der Sie standen? Was war das Schwierige an diesen Restaurierungsarbeiten? Nee, wir standen vor der Aufgabe, aus 27.000 Fragmenten wieder Bildwerke zusammenzusetzen, wussten aber nicht, ob tatsächlich damals aus der Museumsruine auch alle Steine geborgen wurden. Insofern war es ein Puzzle mit ungewissem Ausgang. Und wie lange haben diese Restaurierungsarbeiten gedauert? Die Sortierarbeiten konnten Ende 2008 abgeschlossen werden. Wir hatten im Oktober 2001 begonnen. Dann hat die Restaurierung noch ein Jahr gedauert. Und zu Oppenheims 150. Geburtstag im Juli 2010 haben wir dann das offizielle Ende der Restaurierungsarbeiten bekannt gegeben. Sie mussten ja sozusagen 27.000 Fragmente wieder an den richtigen Platz bringen. Entstanden sind eine ganze Reihe von Groß- und Kleinskulpturen. Nach welchen Kriterien haben Sie die Exponate für diese Ausstellung hier ausgewählt? Wir hätten natürlich gerne alle Stücke gezeigt, aber da hat uns schon der Ausstellungsarchitekt gesagt, dass das unmöglich ist. Und wir haben wirklich sehr viel zusammengesetzt. Also haben wir die repräsentativen Bildwerke, vor allem vom Westpalast, für die Ausstellung ausgewählt. Eine sehr schöne Kollektion von Architekturstein und Steingeräten, sodass der Besucher einen sehr guten Eindruck bekommt von der ursprünglichen Präsentation im zerstörten Tel Halaf Museum. Wer oder was ist eigentlich Tel Halaf? Was muss man sich unter der Kultur, die mit diesem Begriff, mit diesem Ausgrabungsort bezeichnet wird, vorstellen? Tel Halaf ist die moderne Bezeichnung einer antiken Stätte, die wir hier aus assyrischen Quellen wissen, Gusana hieß. Dort haben sich zum Ende des 2. Jahrtausends vor Christus aramäische Stammesverbände angesiedelt und haben dort wahrscheinlich in einer kurzen Zeit von 150, 200 Jahren sich dort wirtschaftlich niederlassen können, haben einen wunderbaren Palast gebaut mit einem reichen Bilddekor, was man gar nicht erwartet hätte. Und wenn man sich heute Tel Halaf vorstellt, dann sollte man eben dieses Bild von diesem Palast vor allem vor Augen haben. Wie sind eigentlich die Bewohner von Tel Halaf kulturhistorisch einzuordnen zwischen den Hethitern, die den Norden, Anatolien, beherrscht haben und den Assyrern, die damals das Zweistromland regierten? Wir wissen aus den historischen Quellen, dass nach der Zerstörung des hethitischen Großreichs um 1200 Kleinasien und Nordostsyrien verwaist waren. In dieser Zeit konnten semitische Stammesverbände, aramäische Stammesverbände sich dort neu niederlassen, haben lokale Fürstentümer gegründet, die relativ unabhängig waren, also kein Staatenbündnis, und konnten sich in der Zeit politisch und wirtschaftlich entfalten, weil auch die assyrischen Nachbarn, geschwächt durch die Konflikte im ausgehenden 2. Jahrtausend, erstmal auf ihr Kernland in Assyrien beschränkt waren. Doch schon unter Assurnasirpal II. Erstarkte das Assyrische Reich und in der Folge sind dann diese aramäischen Fürstentümer eins nach dem anderen in das Assyrische Großreich integriert worden. Frau Kulidis, wir danken Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.